Hallo und herzlich willkommen zum Kachelmann-Wetter. Ja, jetzt ist er da, der Winter. Kalt ist es geworden. Ja, und es wird auch eine richtig winterliche Woche geben mit, ja, erstmal Dauerfrost, klirrend kalten Nächten. Ja, und die Tendenz zur Richtung Monatsmitte ist auch so, dass es ja nicht nach großer Milderung aussieht. Es könnte also weiterhin winterlich bleiben. Da kommen dann ab dem Wochenende auch so ein paar Tiefs mit ins Spiel. Das heißt, Niederschläge werden dann auch wieder ein Thema werden. Teilweise auch dann durchaus Schnee. Das Ganze wollen wir uns anschauen. Wir gucken erstmal eben zurück auf die vergangene Nacht, die Tiefstwerte. Ja, wer heute früh raus musste, vielleicht auch ein bisschen erschwerlichen Weg zur Arbeit hatte, der hat vielleicht sogar noch ja richtig gefroren, denn es gab schon überall fast frostige Temperaturen, strenger Frost hier mit den lila Zahlen. Den gab es sogar im Osten des Landes schon Richtung Oder, Neiße und in einigen östlichen Mittelgebirgen. Aber auch ansonsten gab es schon die Minusgrade, nur so Nordbaden. Nördlicher Oberrhein, da nochmal um 0 oder knapp unter 0 Grad. Gucken wir nochmal kurz auf den heutigen Montag. Ja, und da haben wir es mit Winterwetter zu tun. Nochmal so ein paar leichte Niederschläge in Form von Schnee, Schneegriesel gibt es. Zum einen ganz im Norden des Landes, Schleswig-Holstein, vielleicht nochmal der ein oder andere Schneeschauer von der Ostsee her, auch im Westen in NRW. Auch hier hat es ja heute Morgen mal so ein bisschen geflöckelt, geringfügig, ein bisschen Schneegriesel, ist quasi nichts liegen geblieben. Aber so ein bisschen Geflöckel ist hier heute Vormittag nochmal möglich. Gleiches gilt für den Süden des Landes, südliches Bayern, südliches Baden-Württemberg. Auch hier kann es nochmal leicht schneien. Tendenz ist aber, dass es trockener wird. Ja, und die Sonne, die wird sich auch zeigen. Sie zeigt sich heute Vormittag schon im Osten des Landes. Strahlender Sonnenschein schon in Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, südliches Niedersachsen. Und die Tendenz ist, dass es dann auch zum Nachmittag hin mehr Auflockerungen gibt. Also, dass die Sonne sich auch mehr Richtung Südwesten durchsetzen wird. Wird sie wahrscheinlich noch nicht überall schaffen. Es gibt so ein paar Regionen, wo es vielleicht schwieriger wird. So im Luft des Thüringer Waldes. Also, wo die Wolken so ein bisschen gegen den Thüringer Wald von Nordosten her dran drücken. Hier mitunter noch so ein bisschen wolkiger Erzgebirge. Und auch im Süden und Südwesten des Landes wird wahrscheinlich auch am Nachmittag noch eher so hochnebelartige Bewölkung dominieren. Und wir sehen schon, wir haben es auch heute schon mit Dauerfrost zu tun. Gerade im Osten des Landes, auch tagsüber, nur so Höchstwerte. Thüringer Becken, Sachsen 6, 7 Grad, östliche Mittelgebirge vielleicht sogar stellenweise um die minus 10 Grad. Ja, aber auch im Westen des Landes oder Richtung Nordseeküste heute schon Dauerfrost, selbst im Rheinland Höchstwerte um die minus 1 Grad. Wir gucken jetzt auf die kommende Nacht. Das können wir relativ kurz fassen. Es wird eine klirrend kalte Nacht werden. In ja größeren Teilen des Landes sogar mit strengem Frost von unter minus 10 Grad gilt vor allen Dingen für die östlichen, teilweise auch südlichen Landesteile. In einigen östlichen Mittelgebirgen, ja, da wo auch vielleicht sogar noch Schnee liegt. Und wenn es an den Alpen im Allgäu vielleicht noch rechtzeitig richtig aufklart, dann kann es hier sogar runtergehen bis in etwa auf minus 15 Grad. Aber wir sehen selbst im Westen des Landes, im Rheinland, im Ruhrgebiet, in den größeren Städten, ja auch hier sogar Tiefstwerte morgen früh von um die minus 7 Grad. Das hatten wir hier auch schon längere Zeit nicht mehr. Ja, dafür gibt es in den nächsten Tagen halt sonniges Winterwetter, häufig nicht mal eine Wolke unterwegs, klarer Himmel in dieser trockenen Polarluft. Paar Einschränkungen gibt es zum Dienstag noch vielleicht so ganz im Süden, südliches Baden-Württemberg, Oberschwaben, Bodensee, Allgäu. Hier könnte es anfangs noch mal so ein bisschen zuhängen, Nebel, Hochnebel, der vielleicht noch so ein bisschen sich halten kann. Auch so wiederum Richtung Thüringer Becken, wo die Wolken so ein bisschen gegendrücken, auch hier mitunter ein bisschen zäherer Hochnebel. Ja, und da müssen wir noch mal ganz in den äußersten Norden schauen. Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern. Hier geht es dann schon so in den nächsten Tagen in eine Wetterumstellung über. Die wird man hier als erstes merken. Das heißt, so erste Nebel-, Hochnebelschwaden sind hier im Laufe des Tages von der Ostsee her dann auch möglich. Sonst gibt es aber sonniges Wetter. Ja, und weiterhin dauerfrostige Temperaturen. In der Nacht zum Mittwoch nochmal richtig klirrend kalt, strenger Frost, vielerorts möglich. Ja, und dafür gibt es aber dann auch am Mittwoch nochmal wieder in den meisten Landesteilen sonniges Hochdruckwetter. Ja, im Norden, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, da setzt sich die Tendenz fort. Also das heißt wahrscheinlich, hier wird es noch etwas weniger werden in Sachen Sonnenschein, mehr Nebel, mehr Hochnebel, der sich von der Ostsee her ausbreitet. Das heißt, hier kommt schon insgesamt so ein bisschen mildere Luft mit reingesuppt. Wird man aber kaum merken, es wird eher so ein bisschen ungemütlicher mit dem Hochnebel werden. Auch im Südwesten des Landes, aus der Schweiz heraus, südliches Baden-Württemberg, auch Allgäu, auch hier mal ein bisschen wolkiger im Laufe des Tages. Sonst dürfte aber in den meisten Regionen kaum eine Wolke am Himmel zu sehen sein. Wir sehen weiterhin quasi überall der Dauerfrost, vielleicht so Kölner Domplatte und auf einigen Nordseeinseln schon mal um die 0 Grad.
Ja, wie geht's dann weiter? Dafür wollen wir uns ein kleines Filmchen angucken, eine Animation mit der Entwicklung, ja, der Großwetterlage, unser Großwetterlagenkomposit, das wir mal als Animation anlaufen lassen. Ja, und es gibt einen Ausbruch arktischer Luftmassen, allerdings nicht bei uns, sondern östlich von uns. Habe ich in den letzten Tagen ja auch schon mal erwähnt. Also wir sehen das hier mit diesen lila Farben, so ab dem Donnerstag von Finnland her ausgehend, kalte Luft, eiskalte Luftmassen, arktische Luftmassen, die sich dann weiter Richtung Süden über die Ukraine, über Russland bis zum Schwarzen Meer ausbreiten. Also hier extreme Kälte, die Richtung Süden strömt. Wir allerdings nur so am Rande dieser Kaltluft. Das heißt, das Hoch verlagert sich ja mit seinem Schwerpunkt mehr so Richtung britische Inseln. Das heißt, um dieses Hoch herum insgesamt nicht mehr ganz so kalte Luft, die uns zu uns kommt, aber dann halt auch etwas feuchter wird. Ja, wir gucken erstmal noch, bevor wir auf den Trend schauen, nochmal auf die Wetterlage zum Samstag. Denn da sehen wir schon so ein bisschen generell die Wetterumstellung. Das Hochdruckgebiet zieht sich etwas weiter zurück, liegt aber ganz eindeutig immer noch auf dem Atlantik. Das heißt, vom Raum Grönland, Nordatlantik, ja auch noch so bis nach Frankreich reinreichend. Da blockiert also dieses Hoch die mögliche Westströmung. Aber wir haben dann schon zunehmenden Tiefdruckeinfluss. Wir sehen hier schon ein Tief so über Skandinavien. Damit dreht die Strömung so auf Nordwest und das Ganze wird so ein bisschen zyklonaler, tiefdruckgeprägter. Das heißt, ab dem Wochenende könnten dann auch wieder Niederschläge ein Thema werden. Jetzt schauen wir erstmal auf die Wetterentwicklung, auf den Trend von Donnerstag bis Samstag. Und wir sehen, das sonnige Hochdruckwetter vom Wochenbeginn, das wird es halt nicht mehr ganz so geben. Das zieht sich immer mehr in Richtung Süden zurück. Hier bleibt es wahrscheinlich sonnig und auch kalt mit strengem Frost, teilweise auch noch gerade Richtung Bayern auch noch mit Dauerfrost. Sonst doch die Tendenz, dass mehr Nebel, Hochnebel sich ausweiten wird und vor allen Dingen dann von Norden her auch allmählich bis in die Landesmitte vorankommt. Sonne wird immer weniger werden. Das könnten auch schon mal so geringe Niederschläge in Form von Sprühregen, Schneegriesel ein Thema werden. Gerade so Richtung Mittelgebirgsraum auch nicht ausgeschlossen. So Richtung Freitag vielleicht auch mal gefrierender Sprühregen mit dabei. Tendenz ist aber doch, dass wir sehen, die Nächte dann unter den Wolken, unter dem Hochnebel nicht mehr ganz so kalt. Und auch tagsüber wird es schrittweise gerade im großen Norden und Nordwesten ein bisschen milder. Das heißt, Dauerfrost haben wir hier wahrscheinlich nicht mehr. Im Süden sieht es anders aus, wie gesagt. Und wenn wir uns dann nochmal den Samstag anschauen, da könnte es dann sogar Richtung Nordwesten dann schon mal Temperaturen bis an die 5 Grad geben. Allerdings wird dann auch der Wind ein bisschen auffrischen. Und wie gesagt, Niederschläge werden häufiger werden. Die werden wahrscheinlich im norddeutschen Tiefland dann eher so als Regen fallen. Aber wenn das Ganze so in die Landesmitte vorankommt, durchaus auch nochmal die Schneephase möglich. Vielleicht, wie gesagt, auch gefrierender Regen, nicht ausgeschlossen. Wahrscheinlich am Samstag noch im Süden das Hochdruckwetter hier noch trocken und sonnig. Das könnte sich dann aber allerdings zum Sonntag ändern, wenn dann dieser Tiefausläufer den Süden des Landes erreichen könnte. Ja, und so wollen wir uns mal mögliche Schneehöhen in einer Woche angucken. Natürlich noch ein bisschen hin und auch noch sehr unsicher, Spekulationsbereich. Das Icon-Wettermodell auf der linken Seite, was Schneehöhen betrifft, aber eigentlich immer relativ gut, sofern es die Wetterlage richtig drin hat. Und das könnte durchaus so aussehen, dass wir dann halt zum Montag im Süden des Landes und da zwar hier nicht nur im Bergland, in den Mittelgebirgen und in den Alpen durchaus eine geschlossene Schneedecke haben, sondern auch ein bisschen weiter runter, dass es dann hier zum Sonntag schneien könnte. Nach Norden hin hat das Modell dann allerdings nichts drin. Das ECMWF, ja, das ist natürlich immer so ein bisschen offensiver, lässt den Schnee dann auch zu schnell liegen, dann auch so Richtung Samstag, Sonntag mögliche Tiefausläufer, die vielleicht auch mal Richtung Norden Schnee bringen. Ich wäre da jetzt mal eher skeptisch, würde auch so ein bisschen eher so die Icon-Wettermodellphase so ein bisschen favorisieren. Ja, gehen wir noch mal ein bisschen weiter, schauen in die nächste Woche, dann so Mitte nächster Woche, den Mittwoch habe ich mal herausgesucht, gucken noch mal kurz auf die Großwetterkarte bzw. die Höhenwetterlage und da sehen wir, dass wir es dann wahrscheinlich mit einer Nordwestlage zu tun haben. Tiefdruckeinfluss sehen wir hier über Nordeuropa, diese Nordwestströmung, die würde natürlich auch bedeuten, dass wir es nicht mehr vor allen Dingen im großen Norden, Nordwesten des Landes mit Dauerfrost zu tun hätten. Es wäre dann schon so ein bisschen fraglich, ein bisschen die nasskalte Geschichte. Plus gerade tagsüber, nachts könnte es dann in den Frost gehen, aber in Verbindung mit möglichen Tiefs dann halt auch neue Niederschläge, die dann auch mal als Schnee fallen könnten. Und da könnte dann auch mal in tiefen Lagen auch mal Schnee mit dabei sein. Vielleicht sogar, wir sehen auch so mit einbezogen mal von Südwesteuropa mildere Luftmassen, habe ich gestern schon erwähnt, mögliche Luftmassengrenzen sind weiterhin möglich, denn weiterhin abgeriegelt wahrscheinlich der Nordatlantik immer noch diese blockierende Hochdrucklage über dem Raum Grönland, sodass milde Luftmassen wahrscheinlich
wahrscheinlich grundsätzlich erstmal nicht zu uns strömen können. Und da gucken wir uns nochmal zwei Ensembleberechnungen an. Ich habe jetzt einfach mal Hannover herausgesucht, so ein bisschen so über der nördlichen Mitte, habe versucht, so ein bisschen mal alle Regionen mit einer Karte oder mit einer Darstellung abzudecken. Wir sehen hier vom GFS-Ensemble jetzt für die nächste Woche ab dem 15. Ja, doch fast alle Lösungen sind im kalten winterlichen Bereich. Natürlich mal tagsüber auch mal Plusgrade möglich. Das ist halt diese Geschichte mit der Nordwestlage, wo es dann auch so ein bisschen reinsuppt von der Nordsee her. Kein Dauerfrost, nachts mal Frost möglich. Und bei diesen Temperaturen um die 0 Grad kann natürlich dann auch mal Schnee mit dabei sein. Also es bleibt durchaus spannend, was uns da die Wettermodelle zeigen. Wenn wir das nochmal mit dem EZMBF vergleichen, auch das Ensemble, ist allerdings noch die Berechnung von gestern Abend. Die neue stand mir noch nicht zur Verfügung. Auch hier sehen wir, ein Großteil der Lösungen, die im kalten Winterlichbereich bleiben, also ähnlich das Ganze wie beim GFS, wenige Lösungen, die doch mal eine Milderung hier andeuten. Also es wird wohl spannend bleiben, was uns da so Richtung Mitte nächster Woche bevorsteht, Monatsmitte. Das heißt, der Tiefdruckeinfluss nimmt zu, heißt aber bei diesen winterlichen Temperaturen auch die Chancen, dass es mal häufiger für Schnee reichen könnte. Das war's von mir. Ich wünsche euch erstmal einen guten Wochenstart. Bis dahin, ciao.